Hallo Leute und willkommen zur 90. Folge von Undiscovered. Die heutige Folge wird vielleicht ein bisschen... Na gut, ja, letzte war auch langweilig. Aber heute sammeln wir einfach nur... Also wir töten Monster. Hier, da ist so ein komisches Teil. Und... Ja gut, man muss auch Platz im Inventar haben für sowas. Hä? Warum habe ich hier drei Gunpowder? What the... Hä? Check ich nicht. Aber WTF, mir wurde das Falsche ge... Naja, auf jeden Fall hab ich jetzt Ektoblasten. Aber das ist noch zu wenig, soweit ich weiß. Auch wenn ich damit ein Setzling machen könnte, theoretisch. Spectra Anchor. Spectra Sapling. Created by right-clicking vanilla sapling with ectoplasm, this sapling grows into a spectra tree that drops ectoplasm when cut down. Ich probiere es einfach mal aus. Hier hinten, die Farm hat sich scheinbar aufgehangen. Das ist wundervoll. Richtig wundervoll. Das kann weg, das kann weg. Und dich brauche ich dann auch mal noch. So, euch stelle ich jetzt mal einmal hier hin. Und einmal hier hin. So, dann lasse ich die mal wachsen, aber geht trotzdem noch ein bisschen Zeug töten, denn es ist ja trotzdem schön, wenn das schneller funktioniert. Ja, nichts gespawnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Teil spawnt, ist glaube ich bei 5%, wenn man den Enderdrachen besiegt hat. Und den habe ich jetzt zum Glück schon besiegt. Und ansonsten ist es glaube 1%. Da. Danke. So. Ja. Was schön ist, dass ich mir immer selbst wehtue dabei. Das finde ich wirklich sehr sexuell ansprechend. Geil. Und... Ja gut. Irgendwie spawnen die häufiger, als ich dachte. Ah, nicht gespawnt. Hätte ich mal nichts gesagt. So. Dich möchte ich töten, dich möchte ich töten. Naja. Vier Stück nur? Wow. Ich dachte, das sind mehr. Viel mehr. Naja. Hier dennoch. Und dann auf dem Weg zurück einfach nochmal. Ein paar Monster. Hier. Du. Oh, ein Zombie-Villager. Wie ich die Dinger mittlerweile hasse. Nie sind die gespawnt in Smell Defense. Nie. Richtig schrecklich. Naja. Vorne die zwei noch. Irgendwie habe ich Bock, noch so lange zu töten, bis mindestens, also bis einmal so ein Teil kam. Aber ich lasse das. Das würde mich nur zu viel Zeit kosten. Danke für den Ruckler. Ektoblasten ist schon toll. So, das kann alles da rein, das kann da rein. Das Ektoblasm. Ich hole mal vier Stück raus. Und ich wollte Bone Meal, genau. Um zu gucken, ob das
auch einfach so. Nein? Okay, dann muss ich wohl warten. Dann ist gut, dass ich nochmal ein paar getötet habe, bevor ich schlafen gegangen bin. Ups. Muss natürlich auch die Tasten treffen. So. Jetzt haben wir ein Crystal blablabla Ingot. Und diesen blablabla Ingot legen wir da rein. Es wird gecraftet und gecraftet. Und wie soll ich sagen? Gecraftet. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ein Awakened Core. Yay. Das war hier. Wow. Was würde ich dafür bekommen? Nee. Chaos. Oh, dafür würde ich einen Cake bekommen. Aber der ist doch eh eine Lüge. Chaotic Core. Was kostest du? Dafür. Nee, braucht man gar nicht. Lel. Aber man braucht dafür 2 Awakened Core. Die sind einfach zu bekommen. Enhanced Galgadorian. Ja, ist eigentlich auch recht easy. Ein Gaia Spirit. Ja, den bekomme ich auch easy. Das bekomme ich easy. Und das bekomme... ich muss ja auch mal darauf achten, was überhaupt als Katalyst oder so reinkommt. Eine Chaos Shard. Ja, und die wird ein bisschen anstrengender zu bekommen. Denn dafür brauche ich erst eine Draconic Rüstung. Und auf die habe ich echt keinen Bock. Das sind viele Awakened Cores. Damn. Ich habe gerade irgendwie überhaupt keinen Bock, das zu machen. Ich habe eigentlich Bock, was anderes zu spielen. Ich hasse Minecraft. Minecraft ist scheiße. Warum war das ausgeschalten? Lol. Lel. Roffel. Ich würde gerade einen Stream. Im Stream würde ich das machen. Hier das mit dem scheiß Chor. Ach man. Ist schon ein Spectrobaum gewachsen? Nein, warum auch? Was gibt's denn noch für Quests? Das sind ja nicht die einzigen. Eigentlich wollte ich die Quests aber im Stream machen. Habe ich mir überlegt. Und es sind eigentlich gar nicht mehr so viele. Spirit Furnace, Bloodbrick, at Evilcraft, Bloodbrick. Und aus denen kann ich bestimmt den Furnace machen, ja. Und dafür brauche ich Attune Celestial Crystal. Celestial? Nein. Dann hoffe ich mal, dass hier draußen noch einer ist. Ja, den habe ich bestimmt mal gezüchtet. Genau dafür. Damit ich diese doofe Quest machen kann. Ich weiß es aber nicht mehr und ich habe gerade keinen Bock, das da rein zu tun. Hier kann ich auch nur noch die Creative Items machen. Und das ist eigentlich nur noch Arbeit für Streams. Hier das, ja gut, das ist nicht unbedingt eine Arbeit für Stream, weil dafür muss ich ins End gehen, Chaos Guardian besiegen und dafür brauche ich extrem viel Awakened Cores. Yay. Das freut mich. Sehr. Wenig. Ich habe ja gemacht, ich mache alle Quests. Ich habe gesagt, ich mache alle Quests. So langsam bereue ich das. Aber ich werde das in einem Stream machen. Hier nach der Folge werde ich
einfach was anderes aufnehmen. Trash or Treasure. Aber jetzt erstmal warten, bis Nacht ist. Bis gleich. So, es ist Nacht. Ich kann diesen Celestial Crystal attunen. Und das sieht mal wieder schön aus. Hui, die Farben. Hui. Ach ja. Man merkt gerade, dass ich voll Bock hab. Hui. Und ich weiß immer noch nicht, wofür die komischen Dinger sind. Und ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ach man, aber jetzt sehe ich genug. Und hierhin kommt... Hallo? Das ist doch das. Vielleicht muss ich das in einem normalen Crafting Table machen? Ey, wenn nicht, dann raste ich aus. Hä? Das sind die Sachen. Das sind genau die Sachen, die das will. Hä? Also ich könnte ja mal nachschauen in den Dokumenten. Multi-MC. Multi-MC meinte ich. Undiscovered. Minecraft. Scripts. Das ist Evilcraft, also in dem Evilcraft-Skript nachschauen. Wie heißt das denn? Wartet, ich kann ja mal schauen, ob ich das irgendwie euch zeigen kann. Ja, ich glaube, ich kann euch das so zeigen, ohne dass da was Privates drinsteht. Hier, das sind schon mal... Rezepte von Evilcraft und hier müsste der Furnace drin sein. Spirit Furnace. Man braucht ein Attuned Crystal. Den habe ich. Den habe ich eindeutig. Hier, Attuned Crystal. Wo war ich jetzt? Da. Dark Blood Brick, die 6 Stück habe ich. Blood Infusion Core habe ich. Fire Rod. Habe ich. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht machen kann. Naja, mache ich so wie immer, wenn sowas nicht geht. Ich nehme diese Sachen. Ich fliege hoch in die Luft. Gehe wieder runter, weil ich dran gedacht habe, dass hier Lava ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und give mir Evilcraft Blood Furnace. Nee, muss ich gucken. Wie hieß das? Ach man, wie hieß das denn jetzt? Furnace, Spirit Furnace. Gif-X, Spirit Furnace, yay. Was ist das hier? Das ist ein Fenster, was nicht mir gehört. Soul Food, ui. Ist das nicht mal irgendwas gewesen von SpongeBob? Soul Food? Also hat er da nicht 500.000 herbekommen? Ach, ich hab doch keine Ahnung.
von Rapp. Hier, das war jetzt da, die letzte Quest. Jetzt kommt nur noch der... Ja gut, so hätte ich auch sehen können, dass es das auf keinen Fall ist. Oh. Hate my life, ey. Hate my fucking life. Sometimes. But this episode is finished. I hope you had fun and have a very nice day. I wish you have a very nice day and see you soon. Bye.